Die Kurse an der Börse steigen, aber sie fallen auch wieder. Wie kann man sich auf beide Möglichkeiten und Richtungen einstellen? Herzlich willkommen zu ETF Kompakt, meine Damen und Herren. Wir haben eine kleine Serie von Erklärungen und heute geht es um den Short ETF. Erläuterung dazu wie üblich von Thomas Meyer zu Drewer, Leiter von Comstage ETF. Herr Meyer zu Drewer, wir haben hier gleich mal eine Tafel mit den wichtigsten Kennziffern zum Short ETF. Wie hat man das zu verstehen? Wie geht das beispielsweise, wenn man den DAX als Beispiel nimmt? DAX ist das bekannteste Beispiel und für die meisten Anleger heißt DAX ETF, ich kaufe einen DAX ETF, der DAX steigt und ich profitiere davon. Nun fällt der DAX, er schwankt, er fällt. Er steigt wieder und dann ist immer die Frage, wie kann ich einen ETF nutzen, wenn der DAX fällt? Und dazu gibt es die sogenannten Short ETFs, die also die Wertentwicklung des DAX umgekehrt abbilden. Das funktioniert von Schlusskurs auf Schlusskursbasis, heißt also ganz konkret, steigt heute der DAX von 100 auf 101, dann würde entsprechend der Short DAX, der das umgekehrt abbildet, von 100 auf 99 fallen. Fällt jetzt am nächsten Tag der DAX um 5%, in unserem Beispiel auf 96, dann wird der Short DAX entsprechend steigen um 5%. Ja. Also es klingt ja eigentlich ganz einfach, aber so einfach ist es eben nicht. Durch dieses ständige jeden Tag wieder anpassen entsteht eine sogenannte Pfadabhängigkeit. Was hat man darunter zu verstehen? Die Pfadabhängigkeit beschreibt den Basiseffekt. Also wenn ich auf der einen Seite von 100 auf 110 steige, dann fällt entsprechend der Short DAX von 100 auf 90. Wenn jetzt wieder der DAX zurückkommt, nämlich auf die 100, dann wird er um rund 9%, 9,5% fallen müssen, um wieder bei 100 ist, nämlich von 110 ausgehend. Wenn Sie das aber jetzt auf den Short DAX projizieren, der ja entsprechend steigt, wird er eben diese 100 nicht erreichen. Und das ist eben eine Bewegung, die über der Zeit zu einer Abweichung führen kann, die Pfadabhängigkeit, auf die der Anleger achten muss. Das muss man also im Blick haben und wir schauen jetzt nochmal dahin. Man kann ja nicht nur auf Aktienkurse setzen, sondern eben halt auch auf Rentenkurse oder auf Zinsen. Das tun viele, auch mit Short ETFs. Und dazu muss man eben einiges beachten, weil nämlich wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Kurse und umgekehrt. Man muss genau wissen, worauf setze ich. Das ist genau der Zusammenhang. Wir sind ja gerade in einem Umfeld, wo die Zinsen weiter fallen. Die 10-jährige Bundesanleihe ist bei minus 0,6%. Die Erwartung ist, die wird noch weiter fallen. Damit der Zins weiter fällt, muss der Kurs der zugrunde liegenden Aktie entsprechend steigen. Und um davon zu profitieren, kann man beispielsweise einen ETF nehmen, der auf den Bund Future setzt. Das wäre eine Long-Position. Wenn dann der Zins wieder steigt, heißt das natürlich umgekehrt, dass der zugrunde liegende Bond entsprechend dem Kurs fällt. Und um das auszunutzen, würde man ähnlich wie im Beispiel zuvor ein Short ETF erwerben. So, jetzt müssen wir das nochmal strategisch einordnen, ganz generell. Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind Short ETFs eigentlich etwas nur für kurzfristige Überlegungen. Ja, es ist, weil die Börsen generell langfristig steigen und eher steigen, als dass sie fallen, ist das etwas in der Tat für Kurzfristinvestoren, die sich vor allen Dingen des Risikos bewusst sind und sich ein klares Bild von den Märkten machen und sich damit regelmäßig beschäftigen. Das ist ganz, ganz wesentlich, also für den aufgeklärten Anleger. Also kurzfristig kann man auch natürlich sich absichern. Wenn man weiß, die Kurse könnten fallen, dann kaufe ich einen Short ETF und wenn es dann tatsächlich so weit kommt, habe ich dann da zumindest einen Gewinn. Auf jeden Fall, wobei ich dabei wissen muss, Sie hatten eben nach der Pfadabhängigkeit gefragt, dass es eben keine 100%ige Absicherung ist, aber in diesen turbulenten Zeiten sicherlich durchaus eine Möglichkeit, einigermaßen abgesichert zu sein. Herzlichen Dank für Ihre Erläuterung, meine Damen und Herren. Also Short ETFs sind eine gute Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen und sich abzusichern, aber nicht für langfristige Strategien geeignet. Wie immer können Sie diese Sendung nochmals nachverfolgen im Internet. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.